Oh. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute kochen wir gar nicht so richtig was. Heute möchte ich euch jemanden vorstellen, der euch etwas zeigen möchte. Und deswegen, ganz klar, mache ich Platz für meinen werten Kollegen, den hochgeschätzten und wunderbaren Dr. Burger. Guten Tag, mein Name ist Dr. Burger und wir schauen uns heute mal an, Discounterfleisch oder Schlachterfleisch? Was ist denn da besser für den Burger? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Für unseren höchst wissenschaftlichen Versuch haben wir hier zweimal die gleiche Art von Fleisch. Rinderhackfleisch. Einmal vom Discounter, einmal vom Schlachter. Vom Discounter kostet das Kilo 5,18 Euro, vom Schlachter 6,99 Euro. Das macht, wer rechnen kann, einen Preisunterschied von 35%. Aber wie verhält sich das Fleisch jetzt, wenn wir einen Burger machen? Dafür formen wir uns erstmal Burger Patties. Zunächst also das Fleisch vom Discounter. Dafür in meine Burgerpresse rein, ganz leicht vorpressen. Und dann mit dem Stöpsel flach pressen. Zack. Das erste Patty ist fertig. Hier ist es. Einmal rausgepult. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Fleisch vom Schlachter. Auch hier einmal vorformen. Einmal pressen. Und das Patty vom Schlachter. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob es die Kamera auffängt, aber das Fleisch vom Schlachter wirkt für mich deutlich roter. Hier ein bisschen blasser. Mal gucken, was in der Pfanne passiert. Die Pfanne wird langsam heiß, aber es bleibt uns noch ein bisschen Zeit, die Größe des Patties nachzumessen, denn es soll ja alles seine Richtigkeit haben. 11 cm haben wir hier als Durchmesser. Ich zeige es nochmal hier und auch hier auf der Seite 11 cm. Die Pfanne ist heiß und jetzt wird das eine Patty hier oben hingelegt, einmal vom Discounter. Und direkt darunter das Patty vom Schlachter. Und bleiben beide 3 Minuten auf jeder Seite in der Pfanne. Nach 3 Minuten das erste Patty wenden. Das zweite Patty ebenso. Und nach insgesamt jetzt genau 6 Minuten kommen beide Burger raus und dürfen ebenfalls beide auf Küchenpapier für 20 Sekunden auskühlen. Das Ergebnis nach 6 Minuten Anbraten in der Pfanne. Auf dieser Seite der Discounter Fleischburger, auf dieser Seite der Schlachterburger. Von der Form, ihr seht es wahrscheinlich schon selber. Der hier hat einen Durchmesser aktuell von 8 cm. Naja, ist ein bisschen oval. 8 zu 8,5. Dieser hier ist relativ rund geblieben und hat jetzt 10 cm. Jawohl, 10 cm, sehr schön rund. Oder
vielleicht noch deutlicher, die ursprüngliche Patty-Form einmal hier. Naja, man sieht relativ viel Luft überall. Und leider habe ich keine zweite davon. Einmal das gleiche Spiel mit dem vom Schlachter. Deutlich weniger Luft. Aber jetzt ist die Frage, was sagt denn das Gewicht? Um das Gewicht zu kontrollieren, benutzen wir eine Waage. Die habe ich mal zu eurer Seite gedreht, damit ihr auch was erkennt. Wir erinnern uns, 150 Gramm war das Ausgangsgewicht. Das Gewicht vom Discounter-Burger. 115. Noch, da hat er nochmal nachgelegt. 115 Gramm Discounter-Burger. Der Burger vom Schlachter. Da sind sie nochmal, die beiden Probanden. Discounter gegen Schlachter. Beide hatten einmal 150 Gramm Ausgangsgewicht. Jetzt haben wir ein deutlich anderes Ergebnis. Der Preisunterschied macht natürlich, dass dieses Patty 78 Cent kostet und dieses Patty 1,05 Euro. Wenn man sich das mal anschaut, von der Form her, naja, das eine Mal haben wir halt ein Patty, das andere Mal haben wir, sieht aus wie eine Bulette. Aber das Entscheidende ist ja, wie schmeckt's denn? Ja, liebe Leute, beim Fußballer heißt es so schön, entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Bei uns Burger-Profis heißt es, entscheidend ist, was im Mund passiert. Und deswegen habe ich hier nochmal die beiden Probanden. Und wir können auch hier schon erkennen, einmal der Discounter Patty, das Discounter Patty und einmal das Patty vom Schlachter, beziehungsweise das Fleisch vom Schlachter. Und jetzt möchte ich das auch mal anschneiden. So, ich möchte hoffen, dass die Schnittflächen halbwegs erkannt werden. Wir haben wieder auf dieser Seite, beziehungsweise wieder nicht, dieses Mal das Patty vom Schlachter, auf der Seite das Patty vom Discounter. Na, und was überzeugt, obwohl gleicher Garzeit und Hitzestufe mit noch einem leicht roten Kern? Ja, das vom Schlachter. Aber probiert habe ich es jetzt immer noch nicht. Im Sinne der Wissenschaft, einer muss es ja tun. Und hier nochmal das Discounterfleisch. Es schmeckt ein bisschen trocken. Nicht komplett trocken, ein bisschen. Und nach Rind. Das sollte es ja auch. Schwester, einmal neutralisieren. So, wir wollen das Ergebnis hier auch nicht verfälschen. Und hier haben wir einmal das Ergebnis vom Schlachter. Und auch da beiße ich mal rein. Das kaut sich schon viel, viel besser. Ist noch saftig. Und hat einen etwas intensiveren Geschmack. Ja. Ganz eindeutig. Also meine Wahl
ist gefallen. Obwohl das hier 35% teurer ist, das Fleisch vom Schlachter. Und der Bratverlust nachher nur etwa 5% rausholt. Ja, ist das hier trotzdem ganz klar mein Favorit. Alleine, weil ein Burger Patty noch aussieht wie ein Burger Patty. Wenn ihr euch also fragt, warum sind meine Patties immer so, also quasi so, dann kann es am Fleisch gelegen haben. Ja, weil alleine, hier nochmal der Vergleich. Also, wir haben hier was Halbkreisiges, weil ich ja schon die Hälfte durchgeschnitten habe, und hier so ein Oval. Und nochmal die Schnittflächen. Ich finde, das ist ein eindeutiges Ergebnis. Es ist keine Belehrung, was ihr kaufen sollt. Um Gottes Willen, kauft, was ihr wollt. Es soll nur ein kleiner Hinweis sein. Ja? Denn ich als Dr. Burger, ich kann nur Empfehlungen aussprechen. Machen müsst ihr das, was ihr wollt. Und deswegen sage ich in Vertretung, tschüss, ciao, euer Dr. Burger vom Ehrlichen Essen. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.